Bisschen mehr als eine Armlänge entfernt von mir jetzt Antje Lorenz. Guten Morgen, wie sind die Reaktionen darauf? Heftig, das kann ich in einem Wort zusammenfassen. Ja, zu verhindern, dass es wieder zu massenhaften Übergriffen kommt, super Idee. Aber durch Verhaltensregeln für Frauen und es zu den Opfern schieben. Die Oberbürgermeisterin hat damit einen Sturm der Entrüstung im Netz losgetreten, der unter dem Hashtag eine Armlänge ausgetragen wird. Zum einen in Form von Bildchen, die sich einfach mal darüber lustig machen und sagen, das soll jetzt die Lösung sein. Und dann natürlich auch die Auseinandersetzung. Vor allem Frauen melden sich hier. Eine, die sagt, na gut, der Karneval steht ja dann vor der Tür und die nächste Party auch. Dann wäre das jetzt meine neue Verkleidung, um mich zu schützen mit diesem neuen Vorschlag. Und dann wird natürlich heftig diskutiert, wie schwachsinnig dieser Vorschlag zu sein scheint angesichts der Probleme, die wir da gesehen haben. Hier meint jemand, ja, eine Armlänge Abstand von Fremden halten, toller Vorschlag. Wenn 10 Männer eine Frau umringen, wird das dann irgendwie schwierig. Und eine Nutzerin fasst die ganze Diskussion so zusammen auf den Punkt, jetzt müssen Frauen Schutzmaßnahmen ergreifen, um nicht kollektiv misshandelt zu werden. Wo leben wir denn? Das ist immer die Frage, die gerade gestellt wird. Wir sind in Deutschland und nein, Frauen sollten sich nicht durch eine Armlänge schützen müssen. Und dann geht die Diskussion nämlich noch in eine andere Richtung. Von Victimizing ist die Rede. Hier sagt es ein Nutzer, dass die Armlänge ist dann das Neue. Ja, was zieht sie sich denn so an? Denn wenn die Frau ihr Verhalten ändern muss, heißt es ja, sie hätte irgendwas falsch gemacht. Und damit liegt dann die Verantwortung bei den Opfern. Nein, das geht so nicht. Das dürfen wir nicht akzeptieren. Einhellig hier die Meinung im Netz. Und hier dann noch eine Nutzerin, die sagt, Regeln für Frauen aufstellen, damit sie nicht Opfer werden. Das nennt man dann Victim Blaming, auch ein großes Thema. Nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Netz, wo es heute und schon seit gestern Abend wirklich hoch hergeht. Diese Armlänge wird uns noch beschäftigen. Antje, ja. Danke für den Moment.